Ich würde sagen, wir wählen den direkten Weg nach Hause. Selbst wenn uns dort ein paar Gegner über den Weg laufen, können wir uns noch ein bisschen leveln. Ein Fernkämpfer, der versucht wegzurennen vor uns. Ich würde sagen, missglückt. Entweder sind wir schon im Level zu hoch für diese hier, oder... Ja, unsere Waffen sind doch ziemlich stark. Ein bisschen Gold. Für eine neue Rüstung. 116 sogar. So. Und noch ein Bogenschütze, der versucht uns abzuschießen. Und auch kläglich gescheitert ist. So, eigentlich wollten wir auf dem direkten Weg nach Hause gehen. Gucken wir mal, ob wir hier von der Klippe irgendwo runterkommen. Aha. Sehr schön. Hoffentlich lohnt sich die Aufgabe auch, dass der Schmied was Schönes für uns bereithält. Eigentlich könnten wir uns hier auch mal so ein Kaninchen fangen und braten. Dann hätten wir ein bisschen was zu essen. Oh. Hier sind wieder unsere Wachen, die schon von uns gehört haben, dass wir einiges drauf haben. Die Kuh anscheinend auch. Zur Begrüßung ins Dorf rein haben wir erstmal eine Kuh-Moon. So, hier vorne müsste dann die Schmiede sein. Zumindest stand hier Angela, die Frau des Schmieds. Und der Schmied steht auch hier. Sehr schön. Gucken wir mal, was der von uns hat. Ah, danke. Diese maskeradische Klinge ist wahrlich unbezahlbar. Sieh, wie das Metall mehrfach gefaltet wurde. Nur die Zwerge von Knallstadt beherrschten diese Kunst besser. Also nochmal danke und meine Dienste als Schmied steht dir nun zur Verfügung. Ah, wir bekommen sogar die Waffe. Sehr schöner Schaden an sich. Magischer Schaden noch zusätzlich. Und hätte sogar, wenn ich richtig gesehen habe, einen Platz für eine Rune. So. Diese Runen könnten wir einsetzen, wenn wir beim Schmied die Waffe nehmen, sie hier reinziehen und jetzt hier eine Rune reinpacken würden. Allerdings haben wir zurzeit keine Runen, von daher, ja, haben wir leider Pech gehabt. Mehr verkauft dieser Schmied leider nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns noch mal ganz kurz im Dorf hier um. Vielleicht finden wir ja noch einen Händler, der uns, ja, bei dem wir vielleicht Rüstung oder ähnliches kaufen können. So. Hier vorne, glaube ich, soll einer sein. Oder ist das hier vielleicht in dem Haus? Man könnte ja mal reingucken. Wenn sie reingeht. Hier haben wir sogar einen Händler. So, als erstes würde ich sagen, verkaufen wir mal. Damit diese nicht tragen können. Okay, man kann dort oben leider nichts anklicken gerade. Das ist schade. Daher weiß ich auch nicht. Irgendwie kann ich gerade gar nichts mehr anklicken bei diesem Händler. Von daher würde ich einmal ganz kurz eine... Ah, doch keine Aufnahmepause machen müssen. Hier ist das Fenster, ja. Leider habe ich es gerade übersehen. Oh, sehr nette Preise. Mehrere tausend Gold bringen uns gerade Sachen, die wir eh nicht tragen können. So. Oh, 1.400. Oh, jetzt glaube ich, haben wir versehentlich eine Waffe gekauft, die ich gar nicht kaufen wollte. Für mehrere tausend Gold. Das tut mir sehr leid. So, das Schwert brauchen wir auch nicht mehr. Diese würde ich ganz gerne noch behalten, da ich nicht weiß, mit diesem Giftschaden. Das hörte sich eigentlich gar nicht schlecht an. Vielleicht werden wir die ja früher oder später nochmal benutzen. So, sortieren wir mal die Tränke hier etwas anders an und gucken, was denn der so an Rüstung hat. Ein Helm, der 27 Schutz gewährt. Wir haben 23. Gut, der Unterschied ist jetzt nicht so groß, dass man sagen müsste, dass sich das wirklich lohnt. Hier hatten wir ein paar Armschienen, die wir noch gar nicht tragen. Von daher würde ich... Oh, das ist aber ein stolzer Preis, aber wir haben 9000. Von daher nutzen wir doch mal... So, dass wir ein bisschen mehr Schutz bekommen vor den Gegnern, die wir hier immer wieder antreffen werden. Aha, der hat verkauft auch ein Amulett, aber am Anfang bei den Waffen, glaube ich, würde ich die noch nicht einsetzen wollen. Gut, ja, ich würde sagen, wir werden uns dann auf dem Weg jetzt weitermachen. Gucken, dass wir zur nächsten Aufgabe kommen. Wir könnten auch hier durchs Dorf laufen, aber ich glaube nicht, dass es wirklich Sinn macht. Wenn zwischendurch meine Stimme ein wenig abgeschnitten ist, tut mir das ganz doll leid.
Das Spiel minimiert sich hin und wieder mal und dadurch bricht die Aufnahme für 1-2 Sekunden ganz kurz ab. Von daher bitte ich das zu entschuldigen. Bei der nächsten Aufgabe. Das erinnert mehr an ein Schlachtfest als ans Kämpfen. Werde ich gucken, dass ich das irgendwie besser gelöst kriege, dass das nicht mehr passiert. Die Goblins sind alle schon etwas niedrig vom Level her, deswegen werden wir zusehen, dass wir hier mal in ein anderes Gebiet kommen. Da das sonst auf Dauer doch etwas langweilig werden wird. Aber nichtsdestotrotz droppen die ja hin und wieder Gold, sodass wir das Gold einfach mal mitnehmen. So, irgendwie hier durch den Busch durch. Da ist Wasser, da kommen wir nicht direkt lang. Also schlängeln wir uns hier außen mal ein bisschen weiter und gucken, dass wir zur Brücke dort hinten kommen und letztendlich dann eine neue Aufgabe vielleicht bekommen und auch weiterkommen in der Hauptquest. So, hier hätten wir ein Portal, was uns, glaube ich, direkt zurückbringen würde ins Dorf. Aber zurück wollen wir nicht. So, da werden wir jetzt angegriffen. Mal wieder von einem Gegner. Aber wie gesagt, hier in der Gegend sind nicht wirklich mehr Gegner, die uns groß was schaden können. Ich habe aber das Gefühl, dass wir hier falsch sind und hier nicht mehr runterkommen. Ja, ich habe es befürchtet. Gut. Müssen wir wahrscheinlich den Weg nochmal komplett zurückgehen. Aber vorher werden wir uns mal diesen Gegner hier entledigen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade gesehen habt, aber irgendwie war der Gegner einen ganz kleinen Moment verschwunden. Ne, hier kommen wir leider auch nicht weiter, wenn ich... Oder doch. Wir kommen hier tatsächlich um die Felsen rum, sodass wir nicht wieder komplett zurück müssen. Hoffe ich. Hier ist noch ein versteckter Schatz, in dem ein Heiltrank ist. Heiltränke kann man nie genug haben. Wer weiß, wann wir das nächste Mal einen mächtigen Gegner finden, der uns etwas mehr zusetzt. So sieht es jetzt hier gerade. Aber es liegt, glaube ich, eher an der Masse der Gegner, weniger an der Stärke. Lassen wir sie mal sich gegenseitig angreifen. So, dass wir uns nicht auf einmal um alle wieder kümmern müssen. So. Das war jetzt schon relativ knapp wieder, aber wir haben es überlebt. Da gab es ein paar zerrissene Handschuhe, ein paar Armschienen, wahrscheinlich besser als die, die wir uns gekauft haben. Und er war da schon 12. Oh, 16. Tatsächlich waren sogar die besser, die wir uns dort gekauft haben. Uns wurde zwar gesagt, wir sollen ein Pferd nehmen, aber ich fand das einfach schöner, wenn man hier durchläuft und nebenbei noch ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Da sonst zwischendurch wahrscheinlich etwas schwierig werden könnte, wenn wir im Level noch nicht so weit sind. Jenseits dieser Brücke seid ihr auf euch gestellt. Aber ihr seht aus, als würdet ihr euch eurer Haut erwehren können. Ja, ich denke schon, dass wir das können. So. Wir sollen jetzt also über den Silberbach bis dort hinten ins nächste Dorf gehen. Aber vielleicht bekommen wir hier vorne noch eine neue Aufgabe zugeteilt, die wir unterwegs noch machen können. Genauso ist es auch. Jakob Noctrax, der Gewitzte. Hey, ey, was haben wir denn da? Sagt, ich habe eine Reise zu tun. Bringt mich zur Westbrücke im Grenzlandfluss vor Porto Valum. Schlagt ein und hilft meinem treuen Leibwächter Erik beim Schutz meiner selbst, denn die Reise ist gefahrvoll, da viele Deserteure aus Mascarell und dem südlichen Grenzlach diese Gegend unsicher machen. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Ja, das weiß ich auch nicht, aber naja, gibt Gold. Hier haben wir noch einen Magier, der uns für uns was zu tun hat. Das sieht so ein bisschen aus wie Gandalf. Samun, Kombo-Meister zu Silberbach. Vermalete Deid Goblinboot. Holt mir mein wichtiges Buch von den Sträuchen zurück. Als ich gestern von dieser Bande flüchtete, muss ich alle meine Bücher verloren haben. Doch ohne ein
Besonderes, das Kompendium der Weisheit. Kann ich euch nicht helfen, eure Kampfkünste durch Kombos zu verbessern? Bitte bringt mir dieses Buch wieder zurück, bevor es diese ungebildeten Wilden den Flammen zum Fraß rufen. Oh, und hütet euch vor Gulag, diesem grausamen Ork. Er ist ein Barbar und liest nicht. Ich werde die Mission auf meine Weise erfüllen. Also weint nachher nicht. Hoffen wir mal, dass wir die zu vollen Zufriedenheit erfüllen und nicht, dass wir nachher bloß ein halbes Buch mitbringen und der arme Mann nachher sein Buch nicht mehr lesen kann und wir keine Kombos lernen. So, gehen wir mal hier lang. Ich höre schon wieder, dass hier reichlich Gegner schreibt. Oha. Das sind doch ziemlich viele Gegner jetzt hier gerade. Holen wir uns erstmal die Fernkämpfer hier. Ich glaube, ich nehme mal einen Heiltrank. So, packen wir hier wieder die Desorientierung hin, dass sie sich wieder gegenseitig bekämpfen. Den Fernkämpfer hier erstmal wegmachen. Ich hoffe, dass die sich hier auch ein bisschen... Dieser Kampf wird dein letzter. Hier nochmal die Falle hin. Oha, jetzt haben wir noch so einen dicken... Ich glaube, der Kampf hier wird nicht sein letzter, sondern unser letzter, befürchte ich. Wir rennen einfach mal ein bisschen im Kreis. Oh, das überleben wir doch niemals. Ich glaube, wir haben schon unseren Gefährten verloren zum Teil. So, jetzt sind schon mal die Fernkämpfer alle weg. Und da hat es uns zerlegt, obwohl wir 4 Heiltränke genommen haben, haben wir es nicht geschafft. Ich glaube, dieses Wiederbeleben kostet uns jedes Mal Gold, was doch echt schade ist. Aber wir versuchen es wieder von vorne, so lange, bis wir da durch sind, bis wir alle von diesem nervigen Goblin, diese nervige Brut besiegt haben. So, da hinten sind noch 2. Die auch sofort auf uns zugestürmt kommen. Beide. Und auch ziemlich viel aushalten, wenn ich das hier so sehe. Aber die bekommen wir diesmal keinen Schaden. Ganz nett ist. Und die Goblins sich auch gegenseitig angreifen. Was natürlich sogar noch schöner ist. In der Zeit werden wir hier mal den Loot aufheben, bis wir diesen wieder angreifen können. Gut, jetzt sind wir gestorben. Einmal mal wieder. Das wird nicht das letzte Mal sein. Wir werden wahrscheinlich noch öfter hier sterben. So, gucken wir mal, dass wir die 3 Goblins erstmal hier ein bisschen wegbekommen. Der eine läuft etwas desorientiert rum. Die Falle muss anscheinend auch nicht in der Nähe sein. Das reicht, wenn die Falle irgendwo platziert ist. Das wird doch eng. Nein, es ging. So, gucken wir mal, was hier noch alles rumliegt. So, wir haben eine neue Axt bekommen. Die macht nicht mehr Schaden, von daher würde ich sie irgendwie hinlegen wollen. Die Armschienen. Wir haben einen schweren Helm bekommen, der etwas mehr Schaden auswirkt. Finde ich ganz nett. So, hier hätten wir noch einen Siegelring, den wir erst ab Stufe 6 tragen können. Aber ich, wenn ich es richtig sehe, haben wir eh gleich ein Level-Up, von daher... Oh, und wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Zumindest eine von den beiden. Von daher gehen wir mal wieder ins Dorf zurück und bringen dem alten Gandalf dort sein Zauberbuch. Auch wenn ich nicht wusste, dass Gandalf ein Zauberbuch benutzt hat. Aber okay. So. Hab Dank für die Rettung meines kostbaren Buches. Ohne dieses Besondere wäre ich verloren gewesen. Fortan könnt ihr bei mir die effektivsten Kombos erlernen, denn nun habt ihr euch zeigen, wie ihr eure Kampfkünste zu besonderen Attacken verbindet. Ihr werdet verstehen, dass ich euch nicht umsonst unterrichten kann. Doch für den Anfang nehmen diese 500 arkanischen Goldtaler und diese Rune. Das soll euch für eure Mühen entschädigen. So,
Dort haben wir den harten Schlag gelernt. Und Seelenräuber. So. Seelenräuber. Seelen gerade verstorbener Gegner werden als Lebenspunkte aufgesogen. Ah, cool. Damit heilen wir uns also. Hier haben wir jetzt harte Attacken Schlaghagel bekommen. Das heißt Stufe 2. Momentan sehe ich aber hier ehrlich gesagt noch nicht wirklich, wo wir Combo-Punkte großartig verbinden könnten. Höchstens, dass man den Schlaghagel zusammen mit dem Lebensraub verbinden könnte. Würde uns 600 Gold kosten. Aber ich glaube, das machen wir tatsächlich mal. Und dann ziehen wir diese Combo-Attacke hier unten rein. Die dauert jetzt dementsprechend etwas länger, bis sie aufgeladen ist, anscheinend. Ich hoffe nur beim ersten Mal. Wahrscheinlich, weil beide Fähigkeiten sich jetzt einmal aufladen müssen. So. Ich gehe, glaube ich, nochmal kurz zurück und gucke, ob wir vielleicht noch eine neue Aufgabe dort bekommen. Wenn nicht, werden wir unseren komischen Begleiter hier, ja, begleiten zu seinem Ziel. Damit wir ihn wieder loswerden. Hier könnte man sich noch ein Pferd ausleihen, allerdings halte ich von Pferden nicht allzu viel. Wie gesagt, ich will mich lieber durchschlagen durch die Felder. Avango ist der betrunkene Veteran. Du da. Da hast du eine Karte mit dem Schatz. Ich bin zu alt und krank. Alle tot. Die ganze Kompanie. Nur ich und der Sold, der nie ankam. Verfluchte Orks. Ich bin nicht betrunken. Das Licht glänzte so sehr. Glänzendes Licht. Links. Ja, nicht dafür betrunken. Dafür bekomme ich eigentlich viel zu wenig Gold. Das sehe ich auch so. Dafür, dass hier ein Betrunkener uns jetzt auch noch eine Aufgabe gibt, bekommen wir tatsächlich viel zu wenig Lohn. Aber, na gut. Wir helfen einfach allen und jedem. Wir sind einfach viel zu gutmütig. So. Die Aufgabe liegt irgendwo in dieser Richtung. Hier in den Wäldern. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo den Eingang finden. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. So, lassen wir sie mal wieder ein bisschen gegenseitig angreifen. Und wir haben ein Level Up. Das ist natürlich jetzt. Also, diese Rune oder unsere Falle hier ist an sich ja nicht schlecht, allerdings bekommen. Also können wir dadurch relativ häufig nicht wirklich angreifen. Was ist dann doch schade. So, wir können eine neue Fähigkeit erlernen. Diese Fähigkeit steigert die Regeneration und Angriffsgeschwindigkeit von Fallen. Nee, ich würde jetzt, glaube ich, Konstitution wählen, damit wir mehr Lebenspunkte bekommen und auch gleich mal beide Punkte darauf vergeben. Und hier würde ich die physische Regeneration weiter erhöhen, damit wir schneller Leben regenerieren. Ich bin irgendwie ein Freund davon, mehr Leben zu haben und schneller Leben zu regenerieren.